Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schlemmergermann-Video. Heute geht es wieder in die römische Zeit. Wir machen in Mitulis. Das ist ein Gericht mit Muscheln. Also etwas, was wahrscheinlich in den römischen Zeiten sehr oft gegessen wurde. Also garantiert, weil die lebt da mehr und alles. Und ne? Von daher kann ich mir vorstellen, dass das ziemlich häufig gemacht wurde. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen einmal Wasser, dann Garum. Hier habe ich Weißwein mit süßem Weißwein gemischt. Also im Rezept ist Passo mit angegeben. Das ist ursprünglich kreatischer süßer Wein. Ja, habe ich jetzt sozusagen hier auf diese Weise gelöst. Muscheln, insgesamt 1 Kilo. Auf die Menge kann man aber auch 2 Kilo machen. Da sage ich gleich dazu. Dann eine Stange Lauch, allerdings, beziehungsweise Porree, aber nur das Weiße. Dann habe ich hier Kümmel. Bei dem Rezept wird Kümmel angegeben. Das ist jetzt so eine Frage, ob damit Kreuzkümmel oder normaler Kümmel gemeint ist. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich habe jetzt hier in dieser Variante mal den Kümmel genommen. Ihr könnt aber auch mit Kreuzkümmel experimentieren. Hier noch ein Esslöffel Bohnenkraut. Ja, und das war es an sich auch schon. Also fangen wir an. Zunächst geben wir das Wasser hinein, damit das schon mal ein bisschen aufheizen kann. So, der Lauch wird halbiert. Und in Streifen geschnitten. So, den ersten Lauch kann ich auch schon mal hinzugeben. Dazu gebe ich jetzt auch gleich den Wein, ungefähr 4 Esslöffel von. Und ganze 5 vom Garum. Und auch die Gewürze kommen schon mit hinein. Und der restliche Lauch. So, jetzt haben wir alles zusammen. So, während das jetzt vor sich hin köchelt, noch mal so ein kleiner Hinweis zu den Muscheln. Wenn ihr frische Muscheln verwendet, die waren jetzt tiefgefroren, das heißt, die sind jetzt natürlich jetzt nicht so vom Fischkutter. Aber wenn ihr frische Muscheln verwendet, ne, achtet darauf, dass die geschlossen sind. Ansonsten können die natürlich schlecht sein, ne, schon verdorben, und das wollen wir ja nicht. So, es hat ungefähr 5 Minuten vor sich hingeköchelt. Jetzt nehme ich die Muscheln und gebe sie mit hinzu. Und wieder unterrühren. So, jetzt wo die richtig schön kochen, können wir sie rausholen.
So, das Ganze nehmen wir jetzt auf dem Feuer. So, Freunde, so sieht's aus. Ja, riecht noch mehr. Na, so viel müssen die aussehen dann, so viel aufgegangen sind. Wow. Also muss ich gleich noch eine nehmen, das ist ja... ja, eine gleich mit Lauch hier, das ist doch mal was Perfektes. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Muscheln so den intensiven Geschmack dieses Fonds annehmen. Alter. Also, wer Muscheln mag, wird das hier lieben. Außer er mag Muscheln pur, dann wahrscheinlich weniger. Ich bin begeistert. Ich muss mich echt zurückhalten gerade. Also, dieses Gericht habe ich schon länger in der Überlegung mal zu machen. Und jetzt frage ich mich gerade, warum ich es jetzt erst mache. Es ist genial. Schon allein, also ich glaube, die Menge an Garum allein in dem Fond macht das auch extrem mit aus. Man merkt diese Frische auch mit. Also nochmal intensiver, als wenn es jetzt Muscheln allein gewesen wären. Der Lauch ist gut mit übergegangen in das Muschelfleisch hinein, vom Geschmack her. Und ja, ansonsten die ganzen Kräuter und sowas, die mit drinne sind, das ergibt doch mal so eine richtige Komposition mit, ich vermute mal, der Wein auch noch mit, das ist gerade schwierig alles so heraus, also es ist so ein bisschen ein würzig-süßlicher Geschmack, salzig aber auch ein bisschen, gut, bei der Menge Garum auch kein Wunder, ja, also ich bin gerade richtig begeistert davon. Und werde jetzt das wirklich alles genießen und nicht nur opfern. Das denken manche. Aber also das ist echt der Hammer. Macht das auf jeden Fall mal nach, wenn ihr Muscheln mögt und so oder Meeresfrüchte. Ich hätte jetzt echt mit einem ganz anderen Geschmack gerechnet, aber das war jetzt wirklich, also dass dieser Fond wirklich so extrem hineinzieht, einfach genial. Und ja. Dann kann ich nur sagen, Mensch, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Von mir aus einen netten Kommentar, würde mich sehr freuen. Ja, wer es noch nicht getan hat, kann den Kanal gerne abonnieren für weitere historische Rezepte. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann schon nächste Woche wieder. Und bis dahin, euer Schlemmergemahle. Ciao.